So, ich werde euch heute mal einen gewöhnlichen Tag mit Bay zeigen. Es gibt ja so verschiedene Tagesabläufe, manche machen es mit Struktur. Bei uns ist es eher mal so, aber gewisse Sachen bleiben immer gleich. So. Und damit ihr einfach mal seht, falls ihr auch noch keinen Hund habt, wie das so läuft und wie sehr das auch Spaß macht. Also ich war jetzt duschen. Mein Papa ist jetzt schon mal sauber, mir ist jetzt auch schon mal warm. Ich habe ja aber auch einen Kurzhaarhund. Das hat zur Folge, bei uns ist nachts ab um 1 etwa die Heizung aus, dass es dann richtig kalt wird. So. Und dann kriegt sie, ein kurzer Hund, auch von mir ein Deckchen übergeschmissen. Und sie kuschelt ja ganz gerne. So, abends darf sie dann nicht mehr mit mir kuscheln, weil ich das Bett sauber mache und von Haaren löse. Und früh kommt sie immer als erstes gleich, darf sich eine kleine Portion Wärme nehmen. Wir werden mal gucken, wie das ausschaut. Guck, ja, wer ist denn da? Ja, wer ist denn da und chillt in unserem Bett? Na, Beggy, wer hat in meinem Bettchen geschlafen, hm? Wer hat in meinem Bettchen geschlafen, Beggy? So, und jetzt gibt es natürlich erstmal eine schöne Schmuseeinheit, ne? Ja, wie schmusen wir jetzt? Ich hätte noch gar nicht die Zähne geputzt. Ja. Das ist gut genug. Das ist gar nicht wie so eine feine Lady. Kann man so süß sein? Und so raus im Mund stinken. Ja, das Siegervögelchen ist oben, ne? Ja, ja. Ja, schön. Das Wichtigste ist bei solchen Sachen die Konsequenz. Weil sie euch ständig beobachten und sich alles merken, jede Situation, wann dürfen sie nicht. Und so leid es mir auch tut und so sonst was für einen Trolldorfen Blick ich angucke, ja, abends kommt sie nicht mehr ins Bett. Dafür weiß sie aber schon früh, sobald ich wach werde, dass dann ihr Moment da ist. Es ist immer ein wichtiger Drahtseilakt, ihr müsst lernen, den Hund auch im richtigen Moment einfach zu ignorieren. Wenn ihr jetzt nicht wollt, dass ihr ihm keine Aufmerksamkeit gebt, so werden sie sich ab und zu fordern. Ihr werdet daran merken, ob ihr sie unterfordert oder auch überfordert. Aber wenn ihr das nicht möchtet, ihr gebt immer vor, wann was zu tun ist. Es ist ein Hund, keine Katze. Und jetzt darf sie mit mir kuscheln und ist der glücklichste Hund der ganzen Welt. Früh gehen wir unsere erste große Runde meistens. Und da hat sie sich dann schon schön aufgewärmt wieder, ne, wenn wir dann draußen sind. Kleinen Haps zu essen kriegt sie dann auch schon, bevor es losgeht. Und eine kleine Trainingseinheit. Darf man auch miteinander verknüpfen. Guten Morgen, mein lieber Mitbewohner. Ja, ja, ja. Ja, guten Morgen. Hi, Huhn. Ja, hi, Huhn. Hi, Herr Zöhler. Ja, alle guten Dinge sind ja dann hi. Ich wissen viele nicht. Schmusen ist ganz wichtig für euren Hund. Da tut ihr enorm eine wunderbare Bindung damit aufbauen. Es ist ein Säugetier, es braucht die körperliche Nähe, es braucht auch die Wärme von anderen. Also Hunde würden sich selber in Rudeln von 6 bis 7 organisieren und würden nie alleine schlafen und würden noch nie alleine sein. Also
Sobald ein Hund eigentlich am Tag alleine ist, ist es ein unnatürliches Verhalten, wo man natürlich nicht dran vorbeikommt. So, das müssen sie lernen. Aber der Kontakt zu anderen Wesen, auch der körperliche Kontakt, das ist enorm wichtig. Und ihr seht ja, wie sehr sie das genießt. Ja? Stundenlang können sie das machen. Ja. Ich erkläre Ihnen gerade, was wir heute machen. Ja, ich kann jetzt einfach angucken, was wir so machen. Und dann die Kamera mit dabei. Ja. Jeder, der Angst vor dem Hund hat, dem gebe ich 2 Minuten mit Baggy auf dem Bett und dann ist alles vorbei. Beim Streicheln gibt es so gewisse Stellen, die legen sie euch manchmal auch, präsentieren sie euch schon hier zwischen den Beinen. Da streiche ich ganz oft, weil da die Klokacke sich festsetzt. So, und bei Hunden, die nicht so oft massiert, gestreichelt und getätschelt werden wie Hunden wie Baggy, ist dann hier alles braun. Und bei ihr eben nicht. So. Hinterm Ohr sammeln sich viel Zeug. So. Da muss ich natürlich auch immer. Und dann ist wichtig, das Fell durchzukämmen, durchzustreicheln, durchzuweichen. Ihr werdet sehen, wie viele Haare sie dabei verliert. Die Haare stellen sich sonst im Fell quer und haben dann zur Folge, dass der Hund die ganze Zeit, dass es ihm juckt und dass er sich kratzen muss und. Also die Fellpflege gehört auch dazu, das machen Mütter ja genauso wie wir das zu tun haben. Wichtig ist auch, dass ihr mit eurem Hund gewisse Sachen übt. Was ist zum Beispiel, wenn man mal zum Tierarzt muss, was ist, wenn man was an den Fältchen hat, was ist, wenn man was hier unten am Bauch hat, wenn ihr mal was nachgucken müsst. So. Dann habt ihr ja nicht immer das Glück, dass der Hund euch so, sich euch so präsentiert. Erst recht nicht beim Tierarzt, wenn sie nicht entspannt sind. Drum machen wir eine gewisse Übung und das zeigen wir jetzt mal, Baggy. Komm auch. Ja, komm auch. Komm. Ganz fein, Baggy. Komm auch. Ja, bring mal, Baggy. Ja, ich mag dir fein. So, wir haben das dann so gemacht. Wenn ich dann mal gucken muss, dann weiß sie dann schon Bescheid. Dann gehen wir hier so runter. Ganz fein, Baggy, ganz fein. Ganz fein, Baggy, ganz fein. Und dann setzen wir sie so auf den Arsch. So, und dann kann der andere gucken. Können wir gucken, was ist mit den Pfötchen. Ist hier unten beim Bauch alles in Ordnung. So, und das muss sie überall machen. Draußen muss sie das genauso machen, in jeder Situation. Ganz fein, Baggy. Prima. Ja. So, wo wir beim Thema Flöhe sind. Also wir haben uns jetzt hier Zecken- und Flohpuder. Es ist die mit einer der günstigsten Varianten. Am einfachsten aufzutragen. Und das Beste ist für Hund und Mensch. Also wenn man mal wandern geht, schmiert man sich mal unten schön die Füße ein und dann ist gut. Was ich jetzt noch als einziges Nahrungsergänzungsmittel für sie geholt habe, ist Muschelpulver. Ihr müsst überlegen, normalerweise würden Wölfe, Tiere draußen den ganzen Tag auf Waldboden laufen. Ja? Und mein Hund ist ein sportlicher Hund, läuft also mit mir auch mal Fahrrad und das alles auf Betonboden. Und ich merke selber schon an meinen Gelenken, dass ich stundenlang am Wald laufen kann, im Wald, da ist alles okay. Und nach einer halben Stunde auf Betonboden geht es mir nicht gut. So, und das ist bei Hunden, die haben mit den Gelenken extrem Probleme. Darum habe ich mich für das Muschelpulver entschieden. Dann haben wir das Flohpulver, das ist ja das eine, aber dann brauchen wir natürlich für die Umgebung Langzeitungezieferspray, das habe ich letztes Mal schon erklärt, diesmal haben wir dieses Modell hier. So, das kommt dann auch einmal in 2 Monaten oder so auf alle wichtigen zu behandelnden Flächen. So, wichtig ist ja immer, dass ihr einen guten Misch aus geistiger und körperlicher Beschäftigung nehmt. Ja, wenn sie was Geistiges machen soll, dann gibt ihr Zucker, wenn sie sich lange konzentrieren muss. Körperlich ist so Sahne oder Kohlenhydrate mit Fleisch. Ne?
Fleisch gibt die Kraft und die Kohlenhydrate sorgen dafür, dass sie auch aufgenommen werden. So, wir zeigen euch mal, was wir so noch als kleine Übung machen. Maggie, komm her. Prima, Maggie, mach feinen Sitz. Ja, ganz klasse, bleib. Fein bleib, Maggie. Fein bleib, Maggie. Ganz fein. Ganz fein. Wie macht der Führer? Ja, fein. Prima. So. Warte. So, Nase gerade halten. Warte. 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 Fein, lass. Prima, Becky. Ganz klasse. Und die Übung immer positiv beenden, wenn sie was Schönes gemacht hat und es geklappt hat, dann immer gleich mal noch einen hinterher. Jo. Ja, so, das Morgenritual wäre dann erledigt. Und dann gehen wir zwei jetzt raus. So, wie beginne ich den Spaziergang? Wichtig ist, dass der Hund sich zuerst benehmen muss. Bei ganz vielen Leuten ist es so, ah, jetzt gehen wir raus, yeah, 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 und der Hund rennt und zieht und freut sich an der Leine und und kann sich überhaupt nicht benehmen. Ja, und ihr werdet gleich sehen, bei uns ist die Straße direkt hier vorne, geht nicht. So. Jetzt habe ich den Ball dabei, da ist sie natürlich gerade dann, oh, ich will spielen, ich will spielen, ich will spielen, aber bis zum Wald muss sie sich benehmen. Muss zeigen, dass sie lieb sein kann. Wenn das dann der Fall ist, dann wird gespielt. Komm. Ja, das war Strecken, ne? Ganz rein. Komm. Ja, ein Warten, ne? Ja. So, seht ihr schon, wie sie sich ihr freudig rumspringt und mich zum Spielen animieren möchte. Aber sie weiß erstmal, was der erste Gang des Tages ist. So. Das wird ja erstmal stark geklärt. Aber erstmal die dreckigen Geschäfte verrichten. So. Ja, vergesst nie, habt immer ein Tütchen dabei. Eure Umgebung freut sich nicht über Hundehaufen. Jetzt habe ich die Leine gleich rausgeholt. Ja, eigentlich gibt es das nicht, aber wer bei Fuß nicht kann, der muss an die Leine ran. So ist das. So, und das merkt sie sich natürlich sofort. So, das sind so Erfahrungen, die möchte kein Hund haben. Gerade nicht, wenn sie die Freiheit der Leine kennt. Beifuß links, ganz fein. Ganz fein, Beifuß links. So, jetzt habe ich zum Vertrauensbeweis die Leine wieder abgemacht, damit sie mir beweisen kann, dass sie lieb sein kann. Damit Becky mir zeigen kann, dass sie bei Fuß links kann. Und das macht sie gerade ganz prima. Sie zeigt mir gerade, dass sie ganz fein bei Fuß kann. Ohne Leine. Vertrauen ist der Anfang von allem. Ganz fein. Fein bei Fuß links. Fein bei Fuß links. Ui, Katze. Fein bei Fuß links. Ganz prima. Prima, prima. Prima, prima. Na los, jetzt darfst du spielen. Jetzt dürfen wir spielen. Jetzt hat es endlich geschafft. So, und ab jetzt werde ich den Ball nicht mehr in die Hand nehmen. Sie trägt den quer durch die Stadt, sie trägt den überall hin. Ist ihr Ball und sie weiß, dass sie drauf aufpassen muss. Ganz fein, Pause. Oh, sie ist auch ein sehr, sehr sozialer Hund. Aber so wie der Ball am Start ist, will sie von keinem anderen was wissen. Und seien sie noch so groß, sie werden weggebissen. Das ist ihr Ball. Ja, ja. Da können auch braun-weiße, profilneurotische Boxerhunde nichts ausrichten. Becky ist im Training. Ganz gespannt.
Na los! Prima, Maggie, komm! Ganz sein, Mausi, ja prima! Und Pause, ganz sein! Prima, Maggie, komm! Jawoll, fein! Und Pause! Ja, so eine Bewegungsspiele sind enorm wichtig. Also ich gehe 1 bis 3 Stunden mit ihr raus. Ja, mal mehr, mal weniger. Manchmal 4, manchmal 5. Wenn man sie irgendwo mit hinnimmt. Wichtig ist, sie brauchen 1:1 Beschäftigung. Das ist Tierquälerei, was ihr macht, wenn ihr den Hund einmal am Tag mit derselben Route an der Leine ausführt. Die wollen was Neues sehen. Die wollen was Neues riechen. Das ist doch wie mit euch. Wenn ihr die ganze Zeit dieselbe Scheiße seht, esst, riecht, schmeckt, habt ihr keine Lust mehr. So, die wollen was erleben. Ich kenne Leute, die gehen einmal am Tag mit ihrem Hund dieselbe Route. Manche Leute gehen nur 2 Mal am Tag mit dem Hund kurz zum Kacken vor die Tür. So, andere Leute führen den Hund den ganzen Tag an der Leine. Ihr müsst euch mit dem Hund 1:1 befassen und beschäftigen. Ihr braucht die Leine gar nicht. Der Hund folgt euch automatisch. Der Hund rennt dem Rudel immer hinterher. Die Leine ist nur zur Korrektur. Oder falls ihr sie irgendwo mal festmachen müsst. Oder. Das muss ich natürlich auch können. Aber das ist ein freier Hund. So, und so hat er rumzulaufen. Was glaubt ihr, wie eifersüchtig manche Hunde auf Baggy sind? Wir laufen fernab von den Wegen. Wir rennen spielend, lachend und schreiend durch den Wald. Und die anderen müssen immer alle an der Leine bleiben. Ja, Baggy, komm! Prima, Mausi. Ja. Und Pause. Fein. Ja, gerade so ein Beispiel. Ich muss mich nicht viel bewegen und sie hat den Spaß ihres Lebens. Jo, waren wir in der Suppenküche und sie hat natürlich fein draußen gewartet. Ich habe mich beeilt, es regnet, muss ja dann nicht sein. Weil sie so lieb war, kriegt sie sogar ein Stück Kuchen. Na, mal gucken, was die Dame macht. Na, sie wartet fleißig. So. Wenn sie jetzt so nass ist wie jetzt, muss sie dann zu Hause erstmal abgetrocknet werden, sonst werden sie krank, das ist klar. Na, ganz fein, Baby. Ganz fein. Ganz fein, Baby. Guck mal, jawoll. Ja, ne? Ganz klasse, Baby. Gehen wir jetzt nach Hause? Ja? Na, Baby? Willst du was trinken? Na, lass. Aus Pfützen wird nie und nimmer getrunken. Das ist dreckiges Egelwasser. Da können ganz viele Krankheiten drin lauern. Aber aus dem Wasser, aus dem fließenden Wasser darf sie trinken. Ja, das mag sie sogar lieber wie das Leitungswasser zu Hause, was natürlich abgekocht ist, ne? Das ist klar. Ja, fein, Maggie.